Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pharao. Wir haben in der letzten Folge endlich mal den letzten Trade Route aufgetan, mit der wir Papyrus einkaufen können und Gems verkaufen können. Endlich werden die Gems mal für etwas nütze. Und wir haben bloß nur 1% Unemployment, wow. Sehr, sehr gut. So, ich schaut's hier aus. Ich habe noch ein Jahr Zeit. Und mir fehlt nur noch eine Waffe. Da ist sie. Nimm Pharao und erstick ab von mir aus da dran. Ich finde es übrigens immer noch toll, dass immer noch die Goldminer angegriffen werden. Von wem? Und wo? Die Forts müssen echt hässlich sein für die Leute. Hey, es bringt Sicherheit. Ich mag das nicht so. What the f... Da stehen jetzt schon zwei große Statuen, das reicht immer noch nicht. Entwickelt sich alles durchs zurück gerade. Weil jetzt auch die Wasserträger sich decken. Och nö. Kein Bock. Und da kommt die Beduinen schon wieder. Kingdom Standing Falls. Weil? Hab ich irgendwas verpasst? Achso, weil die 15 Wochen zu spät kamen. Das soll sich freuen, dass sie überhaupt angekommen sind. Verdammter Wasserträger. Lauf schneller. Was ist hier schon wieder? Die brauchen Bier vom Bazar. Wir haben genug Bier da. Die würden es entwickeln, wenn sie genug Platz hätten. Die brauchen... Oh, die Wolfen gerade wieder, weil sie Pottery brauchen. Geht euch nicht zurück, sondern hoch. Toolit Entertainment. Ja. Moment, haben wir gleich. Bandstand. Employees needed. Oh, braucht plötzlich Arbeiter. Lieferung ist ein second type of food. Das können wir wahrscheinlich wieder bloß importieren, ne? Nein. Stone Shard. So, du nimmst Chickpeas an. Du holst.
Dann importieren wir doch mal Chickpeas. Ja. Weapons sind exportable. Obwohl, ich brauche wahrscheinlich gleich Dingens, ne? Clay for Import. Oh, ich muss nicht importieren, ich würde es gerne exportieren. Luxury Goods, exportable. Keine Ahnung, wie die herstellt. Wo bleiben eigentlich die Beduinen? Die wollten doch eigentlich vorbeigekommen sein. People are very pleased with you. Das ist eine gute Frage. Wo bleiben die Beduinen? Muss es doch keinen Bock mehr? Da sind sie. In einem Monat sind sie da. Kann ich euch beide Armeen mitnehmen? Nein. Ach ja, neben der Goldmine, okay. Oh, diesmal ist die Moral nicht schlecht. Warum? 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 Verdammt nochmal! Ich weiß schon gar nicht mehr, was der gelagert hatte. War bestimmt irgendwas Wichtiges. Ach, da hat ich gar nichts gelagert. Das war der Rekruter. Meine Fresse, ey. Ich bin manchmal so ratlos in diesem Spiel. Ich weiß manchmal echt nicht, warum das alles mir einschützt und verbrennt. Es ist doch genug da. Und ich kann mich erinnern, dass ich Chickpeas geordert habe. Ach, da sind sie doch. Die brauchen jetzt Dings zum Dentist. Ich habe aber keinen Dentist. Ich komme schon auf die 2000 Leute. Komm schon wieder? Mein Gott. Ich hab's echt nötig, wa? Ich würde gerne einen Dentist bauen, aber ich kann nicht. So, ihr braucht Wasser, ne? Ne, nur noch die Sachen, die vor uns. Six months, bis die Beduinen hier sind. Das quietscht jetzt aber gerade.
Gerade mal die Musik gelobt. Jetzt quietscht sie. What the fuck? Unemployed. Ja, was machen wir denn mit euch unten jetzt? Ich würde Lehm mehr produzieren, wenn ich ihn auch exportieren könnte, aber es wäre ziemlich sinnfrei. Oh! Wann ist hier eingestürzt? Warum? Dieses Wegfindungssystem. Wo ist der Physiker? Wo ist der Arzt? Da ist ein Arzt, da ist ein Arzt. Können wir schon sehen, dass er nicht langkommt. Da sind sie wieder, die Beduinen. Too low. Was? Das ist eine komplette Armee und die ist too low. Die sind wieder panicked. Too low to respond. Wie sieht's hier aus? Below average. Ich wüsste wirklich gerne, wie man das erhöht. Too low to respond. Transformation, hold ground, engage, mob up, charge, return to fort. Click here. Das ist eher eine Wiki jetzt wieder. Ich will wissen, wie ich die Moral wieder erhöhe. Ground and Tide Formation. Da steht nichts über die Moral von den Leuten. Das kann echt nicht wahr sein. Mach und haben wir alles kaputt. Hallo. Festplatz und Pavillon zerstört. Jetzt wird der Pfarrer auch schon wieder was von mir. Mein Gott, ey. Oh, sie haben es geschafft, alles umzubringen. Das ist sehr gut. So. Jetzt müssen wir es wieder hinsetzen. Den Tempel wieder hinsetzen. Eigentlich müssten die vom Blitz erschlagen werden, so langsam.
sobald ich auch noch darüber nachdenken, einen Tempel einzureißen. Einfach ja mal hier. Und da oben war der Fest des Kreuer. Wisst ihr was? Wir hatten schon lange kein Fest für Zed. Vielleicht erhebt das ja die Moral ein bisschen an. Sterbt einfach alle. Dafür scheint sich Unwirt ruhig zu haben. Wir brauchen einen Dentisten. Ich habe noch Platz für 275 Leute. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das braucht ihr. Ach so, vielleicht ist es nicht hübsch genug hier. Jetzt. Religious Temple, Temple des Zed. Und ein Schrein. Wieso bin ich plötzlich minus? Ah, stimmt ja, es kostet meistens. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, was Zed eigentlich bringt. Was war der Gott der Zerstörung? Ja, Gott der Zerstörung. Drei Tempel, vier Schreine. Ach du Schreck! Das war so nicht geplant. So weit solltet ihr gar nicht. Kingdom Standing Climbs. Kingdom Standing Climbs. Wie schaut's eigentlich aus? Was brauchen wir? Wir brauchen immer 15, 70. Prosperity 15, Kingdom 70. Und wir haben Kingdom 72, Prosperity 63. Wir brauchen bloß noch die. Wir brauchen bloß noch die Einwohner. Wenn wir Glück haben, sind das die hier. Dann können wir das auch hinter uns bringen. Da kann ich mal eine Aufnahmepause machen. Ich stelle mal die Geschwindigkeit höher. Accept. Und komm schon. Victory. Pharaoh applauds you. Through your skilled management, you have successfully defended your city from Bedouin attack and provided Egypt with the means of defending itself. Juhu! Vielen Dank, Pharao, dass du mir applaudierst. So, aber ich mache jetzt hier eine Aufnahmepause. Ich habe, glaube ich, wieder genug aufgenommen für die nächste Woche. Wenn es ein bisschen gefallen hat, werden wir es auf alle Fälle morgen wiedersehen. Bisher läuft es ja ganz gut. Ich muss bloß noch herausfinden, wie ich A, meine Mannschaften mit der Moral hochhalte und B, wie ich es schaffe, dass die nur dahin laufen, wo sie laufen sollen. Naja, wir werden es schon herausfinden. Bis dahin. Ciao, ciao.